Hey ho, zu der Grilljunkie unterwegs. Ja, momentan bin ich noch draußen beim Holz. Hab meinem Schatz Brotzeit vorbeigebracht und ich fahre jetzt weiter nach Magdeburg zu Petromax, in die Petromax-Zentrale. Knappe 500 Kilometer. Die Cam bleibt dabei aus. Ja, wir sehen uns dann halt in Magdeburg wieder. Okay, Leute, bis nachher gleich. So, Freunde, wie spät haben wir es denn eigentlich? Viertel nach drei. Ich bin mittlerweile in meinem Hotelzimmer angekommen. Kurzer Hotelzimmer-Check. Einmal ringsrum. Ja, genau. So sieht's hier aus. Reicht vollkommen aus für eine Nacht. Morgen früh Frühstück und wieder heim, aber ich mache mich jetzt so langsam fertig und schaue dann mal direkt zu Petromax hin. Wir sehen uns dort. So, Leute, vor Ort angekommen. Ihn hier jener welcher habe ich im Hotel aufgegriffen. Stefan von Outdoor Kochen Lübeck. Ja, und wir schauen jetzt mal dann über, was da abgeht. So, Freunde, am Platz und ein paar bekannte Gesichter. Das haben wir hier auch schon. Die ganzen Überraschungen. Hallo. Ja, du auch hier? Ich auch hier. Wir sind schon zu zweit hier. Ja. Nein, zu dritt. Zu dritt. Komm her. Und wir haben noch nichts getrunken. Ja, ich hoffe, jetzt sind alle drauf, weil ich sehe jetzt aufs Display Nummer. Ich denke ja. Ja. Schauen wir mal. Wobei, ich bin ja schon alleine vor Madrid. Ne? Ziehen wir nochmal rüber und mal übers komplette. Du bist nicht so groß. Ja, sogar eine Band spielt hier. Geile Sache. Jetzt schauen wir mal, ob wir jemanden erwischen, wo uns definitiv sagen kann, was wir hier überhaupt machen. Na, da haben wir ihn ja. Jetzt erzähl uns mal, was wir hier überhaupt machen. Was wir heute machen? Wir haben Jubiläum. Zum einen 125 Jahre Feuerhand. Und zum anderen haben wir hier heute eine Showroom-Eröffnung. Wir haben einen Showroom gebaut, 200 Quadratmeter. Wow. Händler und Kunden. Und genau, den wollen wir heute feierlich einweihen mit ein bisschen Musik und Party. Und man muss sich auch mal selber feiern. Ja, das freut mich natürlich, dass ich dabei bin. Leute, ich glaube, jetzt gibt es eine Ansprache. Die halten wir doch auch noch fest. Wir müssen anbauen mal wieder. Haben wir auch schon getan. Ich glaube, es geht bald weiter. Als wir 2007 hier in das Gebäude gezogen sind, hatten wir oben im oberen Teil, glaube ich, 100 Quadratmeter und 300 Quadratmeter Lager. Mittlerweile haben wir roundabout 800 Quadratmeter Büro und 8000 Lager, was schon eine Hausmarke ist. Ganz lustig, als wir hier angefangen haben, hatten wir einen Mitarbeiter, der kam aus Bremen und der hat immer oben geschlafen. Und morgens wurde er dann geweckt. Wir sind heute hier, um uns zu feiern, um uns selber zu feiern. Kann man ja mal machen. Wir machen das hier mit. Wir haben einen Showroom gebaut, den wir gleich eröffnen. Und wie baut man so eine Firma auf? Das ist natürlich ganz viel Arbeit und man kann auch sagen, dass man ja auch irgendwas können muss. Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr viel Glück ist, sehr, sehr viel Zufall und einfach sehr, sehr viele Leute, die dazu beitragen. Das heißt, es sind Mitarbeiter, die sich Mühe geben, die tagtäglich dafür arbeiten, die alle zusammenarbeiten, um sowas zu schaffen. Das sind Lieferanten, das sind Externe, die einen beraten, die einem helfen. Das sind Kunden, das sind Leute aus der Medienbranche. Und wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe, bitte nicht böse nehmen, fühlt euch einfach alle angesprochen. Zwei kleine Details noch am Rande. Wir würden gleich das Buffet einfach eröffnen. Also das ist hiermit an sich schon offiziell eröffnet. Das heißt, wenn ihr gleich wieder aus dem Showroom rauskommt, dann ist das Buffet eröffnet. Wir haben eine sehr schöne Band heute hier aus Hamburg, House on a Hill. Kann ich auch privat empfehlen.
machen richtig gute Musik. Ja, und wir würden hiermit den Showroom eröffnen und würden noch ein Band durchschneiden. Also wenn ihr alle mit hochkommt, dann schneiden wir jetzt so lange das Band durch. Na, das schauen wir uns auch noch an. Lass noch mehr rein? Okay. Ganz pragmatisch. Herzlich willkommen. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns gleich mal um hier. Fällt mir sehr gut, haben es richtig schön hingebracht, muss man schon sagen. Tja, und jetzt ab ans Buffet. Jetzt hocke ich hier im Zelt und habe mir auch so einen kleinen Probierhappen geholt und den probieren wir jetzt ganz einfach. Also das Gemüse ist schon mal sehr gut. Dann machen wir mal mit dem Pulled Pork weiter. Da haben die Jungs von Petro Max saubere Arbeit geleistet. Sehr lecker. Das war ein Hähnchen Soja-Honig, glaube ich, war das. Lecker. Aber ihr wisst ja, ich muss jetzt essen. Schönes Popcorn aus dem Percolator. Na, her damit. Dankeschön. Gerne. Na, dann hauen wir unser Popcorn rein. Was ist da drin? Bitte? Was ist da drin? Popcorn. Ach, Popcorn. Der Popcorn. Ja, Leute, eindeutig Popcorn.
Auch? Ich krieg meine eigene Tüte. Komm, mach ich mal. Sag mal. Ja Leute, ich schaue mir jetzt das Lager an hier, aber leider ist hier Film- und Fotoverbot, also von daher wird es da nichts zu sehen geben. Ist so, muss ich mich auch dran halten. Aber ich denke, nachher vielleicht nochmal drüben auf dem Platz filmen. So Freunde, die Lagerführung ist beendet. Ich muss sagen, ich bin geplättet. Kann man sich nicht vorstellen. Muss man gesehen haben. Wahnsinn. Aber geil. Richtig geil. Ja, und ich habe auch den Arbeitsplatz gesehen vom Atago. Der wird auch hier komplett zusammengebaut aus seinen Einzelteilen. Und die HK5000, wie sie heißt, die wird auch sämtliche Einzelteile hier zusammengebaut. Mhm. Hammer. Echt Hammer. So, Freunde. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Abschließendes Fazit. Es war ein klasse Event, eine super Veranstaltung. Sehr interessant. Würde ich jederzeit wieder hinfahren. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ja, und zwei Fanbesuche habe ich auch noch absolviert. Einer gestern Nacht und einer heute früh. Ja, lag so auf dem Weg und ich konnte nicht Nein sagen. Grüße nochmal an Andreas und Nico. Gut, okay Leute, das war's dann mit diesem Video. Schauen wir, was es als nächstes gibt. Ciao.